Salve! Hallo und willkommen. Etwas später als sonst. Normalerweise bin ich ja einer der Ersten in Deutschland, der am Freitagabend den DAX-Film macht, aber ich war jetzt ein paar Tage weg. Wir haben Sonntag, den, was ist denn heute, 29.09. Es ist 17.32 Uhr. Also sorry for delay, aber manchmal braucht man auch mal ein paar Tage Auszeit und die habe ich mir halt einfach mal genommen. So. Das hier ist der Chart vom DAX von letzter Woche. Hier habe ich den Film gemacht. Die Aussage der letzten Woche war, der DAX braucht von außen irgendein Incentive. Irgendetwas, was ihn anschubst. Ist aber nicht passiert. Sagt aber in der Zwischenzeit, habe ich das geschrieben oder vielmehr gesagt, gefilmt, bläht er seine Technik auf. Das war also Freitag letzte Woche. Und dann hat der Freund diese, wie ich finde, sensationelle Bewegung gemacht. Sensationell, aus folgenden Gründen. Zum einen bin ich nach wie vor der Meinung, dass die 12.500 ein ziemlich wichtiger Widerstand ist. Wir haben da jetzt, wenn auch ein kleines, aber ein Doppeltop. Das ist das Erste. Ich mache mal das Fadenkreuz raus. Dann hat er dieser Tag, das war der Mittwoch, super. Geht also runter genau auf das 38er, aber punktgenau. Und schließt an der 20-Tage-Linie. Es gibt jetzt zwei Theorien. Die eine sagt, wenn ein Wert, egal ob ein Index oder ein Einzelwert, sich da länger hochhangelt an dem oberen Band, ist die Korrektur meistens bis zur 20-Tage-Linie. Das war der erste Punkt. Wenn die nicht hält, ist es oftmals das 38,2er, weil junge Trends, die gehen halt nur bis hierhin. Fand ich super. Also ganz, ganz tolle Bewegung, ja, und dann richtig schön, dann wieder hochgeschmiert und schließt an der 10-Tage-Linie am Freitag. Etc. Also von daher ist der wirklich gut. Ich sehe, dass dadurch hat sich die Technik der letzten Woche erheblich abgebaut und dreht sogar schon wieder auf einem relativ tiefen Niveau. Für mich hat das nicht so viel Aussagekraft wie zum Beispiel solche Signale hier, aber es ist positiv. Das MACD, auch wenn man das nicht auf den ersten Blick sieht, ist auch hier schon wieder leicht positiv, ganz leicht über das Histogramm. Also zusammenfassend kann ich eins sagen, von oben runter. Die 12.500 wird eine immer wichtigere Widerstandszone. Wenn er die schafft, geht rüber. Damit rede ich jetzt von 12.515, 12.520. Ist das hier die Mindestpflicht, diese 12.600 von dem Zwischenhoch von Ende Juli? Das verbindet sich nämlich momentan auch mit dem oberen Band. Es sind also zwei Interessensgruppen, die danach schauen. Wenn der Freund es rausnimmt und die Chance hat er angesichts dieser Technik, wenn der Freund die 12.600 rausnimmt, ist das Jahreshoch von 12.656 eigentlich nur noch ein Mini-Widerstand. Also der hat sich durch diese kurze Bewegung, durch diese kurze Korrektur und das jetzt anschließende Drehen der Technik nach oben, hat er sich jede Option offen gehalten. Super wichtig für den Tagesbereich ist die 12.500, gefolgt von der 12.600. Supports sind nach wie vor die 20-Tage-Linie, gefolgt von dem 38er-Retracement, das hat nach wie vor Bestand. Jetzt wird der eine oder andere vielleicht noch sagen, ja, aber du ziehst es ja von hier unten. Also die Fibonaccis haben eine ganz hohe Interpretationsbreite. Ich nehme die letzte Bewegung, nicht die, die hier unten anfängt, weil die wurde dann hier unterbrochen. Ich nehme die allerletzte Bewegung, deswegen lege ich sie an. Das mögen andere Leute anders machen, völlig in Ordnung. Zwei Händler, immer drei Meinungen, auch wenn sie die gleichen Daten haben. Ist bei den Analysten genauso. Ich habe das so genommen, hat gepasst. Und ich suche euch jetzt, oder vielmehr, ich habe euch einen Schein rausgesucht für den Fall, dass wir über die 12.500 gehen. Kann man natürlich super knapp runtergehen, aber das will ich ja eigentlich nicht. Ich gehe auch noch nicht mal unter das 38er Retracement, ich gehe unter das 50er. Unter die 12.031 und da habe ich diesen Schein hier gefunden. Das ist ein 12.023er. Ein Open-End-Schein im Moment mit einem Hebel von rund 40. Ich runde leicht. Ja. Und er hat die Kennnummer GB1V3T. Ist von Goldman Sachs, wie gesagt, Open End. Wird sich also jeden Tag ein bisschen verändern. Der liegt hier drunter, unter dem 50er Tracement. Und den finde ich gut. Der würde dann auch, der Markt sollte er fallen, würde dann auch aufgefangen werden von dem unteren Band. Also ich finde den gut. Ich muss sagen, ich hätte jetzt hier nicht den Mut, short zu gehen. Ganz offen. Für einen Long kann ich probieren, mit Stop hier unten drunter. Deswegen passt der Schein ganz gut.
Aber wenn der hier über die 12.500 geht, dann hat er auch noch mal richtig Spaß. Für den Fall, dass er das nicht schafft und vielleicht wieder, was ich nicht glaube, an der 12.500 hier Schwierigkeiten bekommt, nehme ich einen Put, nehme ich aber nicht den 12.600er, sondern dann nehme ich trotzdem einen, der hier hinten dran liegt, über der 12.656. Und da kann ich den Hebel ein bisschen runternehmen auf 35 und da komme ich auf sowas hier. 12.600, ich runde leicht, 92, auch ein Open-End-Schein, auch von Goldman Sachs. Hat im Moment einen Hebel von 35 und das ist die GM0C03. GM0C03. Das sind die beiden Scheine, die ich mir ausgesucht habe. Ich finde einige Aktien wirklich schön, wie die sich auch bewegen. Die korrigieren dann auch mal ordentlich. Lufthansa ist das klassische Beispiel. Und dann sind sie am nächsten Tag auch wieder da. Also ich finde, das ist ein, für Trader ist das ein sehr, sehr schöner Markt. Und für Endanleger wird es noch spannender, wenn wir die 12.656 hier rausnehmen sollten, auf ein neues neues Jahreshoch gehen. So muss ich sagen. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.